Zunächst müssten Aggregate an Bord des Schiffes getestet und alle Anschlüsse hergestellt werden. Für den vollen Probebetrieb fehle noch eine wasserrechtliche Genehmigung, heißt es. Auch die Pipeline müsse noch einmal geprüft werden. Sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, sollen dann geringe Mengen Flüssigerdgas in dem Regasifizierungsschiff umgewandelt und in die Pipeline eingespeist werden. Das zuständige Amt hatte den Beginn des Probebetriebes genehmigt. Die eigentliche Genehmigung liegt noch nicht vor. Kritik daran kam unter anderem von der Deutschen Umwelthilfe. Die Industrialisierung der Insel Rügen habe nun begonnen, so der Geschäftsführer Sascha Müller-Krenner. Er verstehe nicht, weshalb das Projekt weiter mit Tempo vorangetrieben und auf eine Umweltprüfung verzichtet werde, obwohl die Gasspeicher voll sind und seiner Meinung nach keine Gasmangellage herrscht.